Ja Leute, was geht? Und es geht weiter hier mit Let's Play Saints Row 2022. Heute machen wir weiter mit Wanted, mit den Gesucht-Dingern hier. Warte, ich will da ganz kurz, bevor ich das mache, und vergesse ich das wieder. Genau, kurz mal das Geld abheben. Man weiß mal wieder ein bisschen. Genau, danke. Aro 868.000, mein maximales Guthaben, was ich speichern kann. Gesucht, Leute. Ja genau, Muskelprotze haben wir noch, Autodieb. Ausländischen Spion und im Mercado. Wir fangen an mit den ausländischen Spionen. Jemand schickt koordinierte Nachrichten. Okay, Waffen waren. Der ist hier so dick. Wie letzte. Keine Ahnung, was ist los. Ja, so, jetzt produziert es wieder. Ah, okay, es dauert wohl ein bisschen. Ist das so eine Art reinladen oder was? Keine Ahnung, warum es mal so dick ist. Das Spiel hat manchmal komische Regeln. So. Auch nehmen. Careful, ja, also wenn du auf der Straße stehst, ne, ist schon gefährlich. So, ja, heute machen wir das fertig. Ich weiß nicht, ob wir das fertig, ja, ob wir das fertig machen. Ich muss mal gucken. Letztes Mal hat es sehr lange gedauert, aber das eine war wieder sehr kurz. Vielleicht schaffen wir es heute tatsächlich. Wäre ja ganz nett, dann hätten wir zwei Folgen nochmal damit. Das würde sagen, wäre ganz gut. Dann könnten wir gegebenenfalls, wenn das heute noch nicht so lange dauert, nächste Folge auch mal wieder eine Firma machen. Das ist ja bestimmt lustig. Okay. So. Die ist aus der Windschutzscheibe euch geflogen. Gleich aus dem Leben gekickt. Nein, macht die Straße mal dreispurig, ne? Da. De. Ich weiß, ich fahre ja wie so ein Gesenkter die Straßen entlang. Hier muss ich gleich rein. Haha, ich hab den Wagen nicht kaputt gefahren. Ich brauch auch nur das hier. Wenn du mich daran. Ey! Ey! Yeah, I saw your post. Need a spy taken out? Shh, they could be listening. Okay. So, during my ancient astronaut podcast last week, I picked up a coded message by a Russian or a North Korean or Canadian spy. Right. I know it sounds crazy. Sure does. Our national security is on the line here. I tracked the signal to the spy's hideout. Okay, I'll look into it. Sorry, I've been on the title geachtet. Ja, darum sollte man immer auf die Augen auf der Straße haben und nicht auf den Untertiteln. Aber es ist ganz oft so, ganz ehrlich, wenn ich auf den Untertitel achte, dann das ist irgendwie öfters so. Ja, der Wagen ist auch wieder für geschaffen. Solche Wege hier. So. Oh Gott. Du, danke, ich bin wach. Wenn ihr wake up, wake up! Dann bin ich meistens wach. So, ich untersuche das Haus, okay. Locked. Doesn't look like anyone's home.
You sure this is the place? Absolutely. Well, I don't see anything out of the ordinary. Any outbuildings? A trailer or something? I'll check. Okay. Also, die da. Wake up, wake up, wake up! That RV looks sketchy. Whoa! Jesus! It just blew up! Booby traps! You see, I was right. Okay, so maybe you're onto something here. Of course I am. Everything I believe is true. Someone's camped up on that hill. Is it the spy? Seeing as they're shooting at me, yes. Okay, take them out. Gott. Das Arschloch. Aus. Von der Wagen kaputtballert. Scheiße. Packte mich halb in die Luft. Komm her, du. Kleiner Spion. Weißt du was? Sag tschüss! Okay. It's done. Woohoo! All those trolls who made fun of me can eat it! Alter. Okay. Ziel ist abgeschlossen. Okay, das ging jetzt 7 Minuten gerade mal. Mit Fahrt, mit Hinfahrt natürlich. Gut, also insofern. Könnte es heute tatsächlich schaffen. Muskelprotze, Autodieb und ja, ich würde am liebsten Unmechanico machen. Er ist bei den Panteros, genau wie ich. Okay. Oh Gott, eine Wartefahrt. Ja gut. So mal ein neues Auto, ne? Ah, da ist ja noch eins. So, genau. Nimm ich das Auto. Weil die Karre da, kannst du vergessen. Da. Es wird ein Bossfight. So. Aufpassen. So. Okay, vier Kilometer. Oh Gott, das sind immer so weite Fahrten, ne? Ja gut, mit der Karre geht das ja. Ist in der relativ schnelles Auto. Wollen wir die Straße in der dreispurig machen? Sind die Autos irgendwie weniger geworden? Wie ist so anders geworden von der Grafik her, oder? Wenn von den Autos, die angezeigt werden, weil Spawn zu viel ist. Oder täuscht das? Hm. Irgendwie ist das Game. Ja, sie haben auch irgendwie angekündigt, sie machen für November ein Update, wo ganz viele Fehler rausgepatcht werden. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit das dann für uns noch relevant ist. Also, November werde ich damit eh fertig sein. Also, ganz ehrlich, wenn die das ja Mitte November bringen, dann brauche ich das eh nicht mehr. Aber ganz ehrlich, wir sind ja schon, wir haben Nebenmissionen fertig, wir haben unheimlich viele Firmen schon fertig. Wir sind schon so gut dabei. Also. Naja, gut. Also nächste Folge würde ich ganz gerne wieder mal eine Firma machen. Wäre ich tatsächlich dafür? Nächste Folge? Ja, nächste Folge. Oder, nee, nächste Folge?
Nee, nicht so. Meine tolle Firma? Nee, oder? Ich muss mal gucken. Haben wir eine Firma in der Session schon? Ich. Doch, wir haben auf jeden Fall eine. Ich habe zwei, ne? Ah, Mist. Die das mal. Weil die Session, wieder drei Folgen. Ich habe sie jetzt zwei geteilt. Ich habe die Session wieder auch noch nicht eingetragen, weil ich trage. Also nur mit ihr es versteht, wie ich hochlade. Ich trage die Sessions ein. Das heißt, nehme mir was auf. Also ich schreibe mal auf, wann ich was. Okay. Irgendwas geht hier in Luft. Geil. Ich schreibe mal auf, wann ich was aufnehmen muss. Ne? Oder aufnehme. Okay. Und schreibe mir den Termin auf. Und ne, wie lange aufgenommen, wie viele Folgen, wann ist die nächste, wann ist der nächste Aufnahme. Session, also wann ist der nächste Tag, wo ich aufnehme und wie weit habe ich hochgeladen und die Folgenanzahl und jeweils wie viel die Session das ist. Und die habe ich jetzt noch nicht eingetragen, weil das sozusagen als eine zähle. Das war übrigens deswegen nicht in Bezug auf wie lange ich ungefähr das Spiel gebraucht habe, sondern ich nenne dann immer Saints Row 6 zum Beispiel, also 6 wäre dann die sechste Sitzung, die ich mit Saints Row verbracht habe. Ist halt wie gesagt jetzt planungsmäßig ausgedrückt. Ne? Die sechste Sitzung wäre zum Beispiel SR6, also SR für Saints Row. SR6 Bindestrich die Gang zum Beispiel. Die Gang, nur nicht das Kapitel. Und dann mache ich eine Klammer 1 bis 10. Das heißt Folge 1 bis 10. Und so mache ich das meistens immer. Wegwerf-Handy. Okay. Hey, I saw your post on Wanted. You put a hit out on one of your own? Hell yeah. That pendejo has cheated me for the last time. Can't do it yourself? He knows I'm looking for him, so he's hiding behind some heavies. All right, so what's the plan? Go get Pepito's car. He's real popular in Los Panteros. No one will be suspicious if they think you're him. Where does he park? At the hot sauce factory. Flaming hot panther juice. Okay. Genau, und so mache ich das meistens. Und genau, und dann weiß ich aber, okay, wie viele Folgen da drin und so. Das ist halt der, ja, einfach plant, die ich dann aber immer denke, da sind noch ein paar Folgen drin, aber sind noch gar keine mehr drin. Ob das hier bei Saints Row gilt, das immer noch als eines, weil ich da auch noch nie angefangen zu bearbeiten. Ich habe die zwar in ein Render-Ding geschmissen, also teils geremooked schon, aber noch nicht bearbeitet, weil ich dann das in einer Session mache. Weil es ja auch dann einfacher ist, ne? Da habe ich ja gleich ein großes Projekt und ein kleines, was halt so, ja, also je nachdem, ne? Und immer nach einer Aufnahme trage ich das ein. Pepito's truck is all tricked out. Drive it over to the hangout. Ah, okay, das geht, das dauert wohl ein bisschen länger als eben. Ah! Die lief auf mich zu und sie starb. Aua. Aua. Ich hab Aua gesagt. Hör auf damit. Hilfe. Hilfe. Scheiße. Fuck. I hope I didn't kill Pepito just to get his truck. Don't worry. He's gone backpacking in Fiji. Wenn sie mal wieder einmal zu viel gedrückt. Und dann schießt er in die Luft, ne? Weil die Animation sozusagen erspeichert das. Ja, es ist ein bisschen weird mit dieser Shooter-Steuerung und mit der Schubladen-Steuerung. Muss ich ehrlich sagen, ich hab's wirklich nicht aufs Auto geschossen. So, why put a hit on another Pantera? I thought Los Panteros was all about family. He saw me shitty car parts. Twice. Almost blew a hole in my engine block. Ah, so it's a fool me twice, I put a hit on you kind of deal? You get it. Ah, auf Schienen fahren, auch nicht schlecht. So. Genau, und so läuft es halt immer ab. Und, ja. Weil ich brauche ja auch Zeiten zum Hochladen. Das gucke ich ja deswegen auch, dass ich jetzt auf einem Tag auf einmal alle Projekte hochladen muss. Bei 5 wäre das ein bisschen viel.
Und dann auch wird eingetragen, wenn ich ein neues Projekt aufnehmen will, ne? Zum Beispiel an welchem Tag. Alright, I'm here. Now use the truck to get past these people. Then kill that asshole. Make it good. Hola, Pepito. Come on in. Also. Wait, you're not Pepito. Doch, ich bin der Neue. Ich bin der Praktikant. I'm gonna find you. Hey. Wenn sein muss. Oh, hi. Ich mach Luftmessern. Das ist eine ganz neue krasse Technik. Also ganz ehrlich, man muss es ein bisschen mit dem Augenzwinkern sehen. Danke. Boah, der hat mir nur gehört. Hilfe. Das war doch doof. Scheiße, das ist so scheiße. Das ist jetzt ganz kacke. Kann jetzt. Ich kann rüber schießen, sehr gut. Hi. Und weg. Okay, ich hab 3. Na, 3 muss reichen. Hey, your boys kicked the bucket. Thanks for that. Enjoy the cash. Oh, danke. Ziel und Mechaniko, genau. Sehr schön. Nice. Über den Miller habe ich jetzt. Nice. Ja, 2 haben wir noch. Okay. Ich glaube, die können wir da durchmachen. Muskelprotz, los geht's. So. Oh, der ist sogar mal in der Nähe. Ah, das ist ja mal richtig toll. Oh, Leute. Hat er eine eingeschaltete Fensterscheibe? Ich glaube ja. Genau. Und los geht's. Dann haben wir jetzt auch heute fertig. Alles gut. So. Wupp. Nice. So, Leute. Ich muss mal überlegen, ob ich nächste Folge jetzt eine Firma mache oder. Oh, ich hab schon Bock auf eine Firma. Gleich mal eine Firma. Ja, es ist aber schon geil, das Game, ne? Das muss man schon sagen. Also, mir macht das schon echt Spaß. Weil es ist echt mal ein bisschen. Also technisch, man muss ein paar Augen zudrücken, um dann da noch sagen zu können, dass es in Ordnung programmiert. Ganz ehrlich, manchmal bei manchen Dingen, wo ich sage, komm, also ist ja lustig, die Bugs, ne, aber man muss hier schon Augen zudrücken, ne. Aber wir tun das jetzt alle mal, so, oder ich tue es. Aber man muss auch für sich selbst wissen, ob das für sich natürlich geht, für einen selbst. I saw your wanted post. Having trouble with Los Panteros? Boy, am I. Those assholes keep scaring away my customers. I need an example made out of them. I'll take care of them for you. That'd be mighty helpful. Left you a little present to help you out. Okay. Sehr gut. Kann ich gleich gerade aus davon. So. Ich hab mich scharf genug gebremst. Was ist denn das? Oh! Cool. Kunde ist König, ne? Sag ich immer. Oh. Jetzt hier. Achso, ich hätte auch da rausfahren sollen. Achso, ups, hallo. Ah, okay, deswegen zu schlecht eben. Ich hätte anders fahren sollen. Ah, okay. Na egal.
Jetzt habe ich auch meinen Wagen ein bisschen demoliert schon. Na gut. Das ist ein kleiner Kratzer. Naja, schon ein bisschen mehr als ein kleiner Kratzer. Egal. Das Blaue ist immer unsere Autoenergie. Oder wie weit das Auto noch intakt ist. Naja, ist jetzt aber auch egal. Ey! Für 20 Gegner mit einem Fahrzeug. Oh, gut. Okay, die einzigen, die wir schmettern müssen, sind jetzt nicht so schnell. Aber übrigens momentan sind auch gar keine. Und ich hab dich. Okay. She's always out driving around God knows where, so you'll need to lure her out. Smashing up her shit should do the trick. She manages the Panteros gym over in Smelterville. Gut. Momentan übrigens auch gar keine neuen Projekte geplant, ne? Also ich habe momentan nichts eingeplant. Ich weiß nicht, ob ich das noch ändere. Ob ich jetzt noch was einplane. Momentan habe ich nichts. Also natürlich wird immer was Neues kommen, ne? Spielen, ganz klar. Also neue Projekte wird auf jeden Fall kommen. Man muss ja auch. Also. Sonst wird es schwierig mit Let's Plays. Wenn man nur auf den alten sitzen bleibt und wenn die alten ja auch fertig. Aber momentan habe ich. Ich weiß nicht. Also ich kann momentan nicht so oft meine Spiele motivieren. Also, das heißt nicht motivieren. Also irgendwie, ich glaube, ist hier so ein Ding wie, hey, wenn sie an. Das macht zu viel Spaß, tut mir leid. Oliver. Ach, rausloggen. Ups. Mein Fehler. Absolut. Mein Fehler, ne? Ich nehm's auf meine Kappe. Wirklich. Ich fahr aber auch scheiße, ne? Oh, da war ein Zivi-Auto. Ah, da sind die Leute hier. Folgung. That's drive out, Luisa. Oh. There you are. What? Oh, Alter, ob das jetzt im Einheitsgebiet versehen ist. Ja. Leute. Tschüss. Take care of your Panteros problem. Thanks a million. Now I can get my business back on track. Das freut mich, dann machen wir den letzten jetzt auch noch und haben das durch. So, nice. Wow! Ich hab doch gar kein Ding mehr! Moment, nee, warte, ich will die hier angreifen. Ist er. Dann kommt, dann mach ich das noch. Das wird der Witz, das Blöde daran ist, ich hätte dich jetzt gekillt, ne? Macht mal alles mal nur schlimmer. Oh, das ging ja, geht jetzt auch von der Mittelzahl her. Das ist jetzt der, ich hab, was sind das jetzt eigentlich für einer? Autodieb, genau, der Autodieb war das. Sorry, ich hab's jetzt einfach mal schnell ausgewählt, weil wir jetzt gejagt werden. Aber ist auch ein nice Auto. Ey, ich weiß. Ach ja. Nee, ich muss ja wieder an neuen Projekten gucken und ich bin auch am Überlegen an neue Projekte. So ist nicht. Aber gerade habe ich nichts eingeplant tatsächlich. Ist jetzt aber natürlich nicht so, dass ich dann jetzt irgendwie, keine Ahnung, dass es einen Grund hat. Aber ich bin aber so einer, vielleicht überlege ich es mir auch noch und spiele irgendwas wieder, kaufe mir irgendwas oder guck mal so.
Das sind ja auch geile Sachen rausgekommen. Uncharted 4, ne? Am PC. Was ich auch mit euch ja machen wollte. Gotham Knights. Call of Duty Modern Warfare 2. Hab ich Bock drauf. Also sind schon geile Sachen rausgekommen. Und weiß nicht, was ich jetzt spielen will, persönlich. Ich tendiere irgendwie zu Uncharted. Zu Uncharted? Also, weiß ich aber noch nicht, ne? Wie gesagt, ich weiß es einfach nicht. Ich laber nur gerade. So, Auto, lieb. Das Auto klaust du mir nicht. Yo, I saw your post. What do you need? A no-good lowlife's been stealing cars around these parts. I demand vigilante justice. How can I make that happen? I set aside a bait car for you. It is just her type. I'll go get it. Oh, es ist eine Sie. Na gut. Aber irgendwie ist das so Uncharted, dann denke ich mir sogar, Gotham Knights war witzig, aber da kenne ich die Geschichte noch nicht. Ich prinzipiell dann vielleicht ein bisschen mehr Bock drauf und ja, deswegen muss ich mal gucken, wann oder ob. Aber okay, found the car. What's next? Next we blow them sky high. I left a bomb for you to attach to the car. Now this is getting interesting. Nimm die Bombe an dich, okay. Jetzt hier die Bombe. The bomb is on the car. Now to set the trap for this some bitch. Here's where you can park the car. Heading there now. Oh ja, ich liebe es, mit einer Bombe im Kofferraum Auto zu fahren. Sehr gut, das ist ja genau mein Stil, ey. Ey, gefühlt kommen jetzt tausendmal mehr Autos. Was man so ein Gefühl ist. The trap is set. I'll go wait across the street. Na mal gucken. She looks suspicious. Oh oh. The target's in the car. Shit, the remote's not working. Was? Can I have this? Oh, fuck. Mist. Ich glaube, das beste Auto. Oh oh. Kleine, ich krieg dich eh. Kann doch stehen bleiben. Got her. Hell yeah. No more car rustlers in my neighborhood, no sir. Ja, keine Audi mehr in der Stadt, das stimmt. Nice. Okay. Aufgeschlossen. Okay. Nice, und damit hätten wir es. Und nochmal 20 Tonnen da oben drauf, die ich ja unbedingt brauche, ne? Keine Aufträge gefunden. Okay. Gut, Leute, da würde ich sagen, ich habe mich entschieden, nächste Folge machen wir nochmal eine kleine Firma. Und ja gut, kann man schon reisen. Jupp, kann man machen. Aber wenn ja.
Gut, nächste Folge machen wir eine Firma. Mal gucken, welche. Ich danke fürs Zuschauen. Bis morgen um 18 Uhr. Da geht's wieder weiter. Wanted ist jetzt durch. Und beim nächsten Mal eine schöne Firma. Mal gucken, was uns erwartet. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass ihr auch wieder mit am Start seid und gespannt seid. Bis morgen. Euer Pirates. Haut rein. Tschüssi. Bis dann. Ciao.